Am Freitagnachmittag ist Barbara Kisseler nach schwerer Krankheit gestorben. Unsere Kultursenatorin hat bis zuletzt dafür gekämpft, dass sie sich wieder für unsere Stadt und die Kultur in unserer Stadt einsetzen kann. Auch ich habe gehofft, dass sie diesen Kampf gewinnt. Dass es nun anders gekommen ist, macht nicht nur mich persönlich, sondern uns alle sehr traurig. Wir sind in Gedanken bei ihrem Mann und bei ihrer Familie. Die Freie Hansestadt Hamburg und mit ihr die ganze Bundesrepublik Deutschland verlieren eine herausragende Anwältin der Kultur. Wer in den letzten Jahren in unserem Land kulturell aktiv gewesen ist, ist früher oder später auf Barbara Kisseler getroffen. Ob in Düsseldorf, Hannover oder Berlin, als Lehrende an den Hochschulen Potsdam und Zürich, an der Spitze des Deutschen Bühnenvereins oder hier bei uns in Hamburg, Barbara Kisseler hat mit Leidenschaft und Esprit Spuren hinterlassen und Orientierungsmarken gesetzt, die nachwirken werden. Alle, die mit ihr zu tun hatten, werden ihren Intellekt, ihre Zugewandtheit und auch ihren Humor vermissen. Wie gerne hätten wir im nächsten Jahr mit ihr die Elbphilharmonie und das Festival Theater der Welt eröffnet. Sie wird uns allen sehr fehlen. Barbara Kisseler hat sich um unsere Stadt und unser Land verdient gemacht. Die Stadt Hamburg trauert.